So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Anti-Akne-Podcast. Heute haben wir uns mal ein ganz besonderes Thema rausgesucht, weil wir haben eine Zuschauerfrage bekommen. Und zwar könnt ihr mal ein Video zum Thema Kaffee machen. Und ja, klar, hier ist es. Let's go, wir reden über Kaffee. Und eine Sache, die wir in der Kombination damit auf jeden Fall noch sagen müssen, Stress. Kaffee und Stress, weil das beides hängt ziemlich stark miteinander zusammen und wir wollen euch jetzt einfach mal genauer erklären, worum geht es dabei, wie hängt das Ganze zusammen. So, Lukas, willst du einen Anfang machen oder soll ich mir was Ja, überlegen? ich fange mal an. Wichtig zu erwähnen aus der Perspektive an alle Zuhörer, wir trinken beide selber keinen Kaffee. Also das wird heute keine Podcast-Folge aus eigener Erfahrung, sondern das wird mehr so eine Podcast-Folge aus Beobachtungen, die wir festgestellt haben, sowohl bei Familie, Freunden und Co. Das wäre noch wichtig zu erwähnen, weil das Einzige, was wir trinken, ist grüner Tee und Wasser. Ich trinke auch gerne einen anderen Kräutertee, muss ich sagen. Ja, aber die grobe Aussage, das stimmt schon mal. Okay. Dann, Mathis, würde ich mal gerne einsteigen mit dem Spruch und deine Meinung dazu hören. Und zwar, du kennst ja bestimmt den Spruch, Kaffee enthält genauso viele Vorteile wie Nachteile. Den Spruch kenne ich tatsächlich nicht, aber ich kann Nicht? mir. Okay. Ja, das ist Nee, ich lustig. kann mir Also, auch nicht vorstellen, dann dass die meisten Leute das sagen. Ich glaube, die meisten Leute sagen eher so, oh, ohne Kaffee kann ich nicht überleben. Und das wollte ich nicht. ja, das kann sein. Das höre ich auf jeden Fall oft an der Arbeit, ja. Aber nichtsdestotrotz, sage ich mal, am Ende des Tages ist es ja immer noch so, dass Kaffee zumindest in der Literatur ähnlich viele Vor- und Nachteile behält, weil wenn wir mal vielleicht in Vorbereitung auf die Podcast-Folge, wie gesagt, ich trinke keinen Kaffee, habe ich mich mit dem ganzen Kaffeethema mal ein bisschen auseinandergesetzt und da ist mir aufgefallen, dass in der Fachliteratur doch relativ viele Menschen oder auch teilweise sogar Wissenschaftler gibt, die sagen, Kaffee ist so ein neutrales Produkt, weil es auf der einen Seite halt viele Vorteile hat, zum Beispiel antioxidative Wirkungen, auf der anderen Seite aber auch viele Nachteile hat, wie zum Beispiel, dass man, das ist eine sehr harntreibende Wirkung, also dass man einfach sehr oft auf die Toilette gehen muss, dass man durch das Koffein halt einen höheren Cortisolspiegel hat und so weiter und so fort. Und worauf es mir jetzt geht, ist, und da vielleicht gleich schon den Bezug machen zum ersten Negativpunkt, ist, dass ich das tatsächlich gar nicht so unterschreiben würde. Weil wenn wir jetzt sagen, für die Haut wirklich an sich, also wir reden ja hier gerade aus der Perspektive von Menschen mit Hautproblemen, insbesondere Akne, dann würde ich sogar sagen, dass Kaffee an sich ein Lebensmittel ist, was man zu sich nehmen da kann. Also das ist kein Verbot aus meiner Sicht, wie anders wie bei Zucker zum Beispiel. Aber ich würde auf jeden Fall den Kaffeekonsum im Generellen halt schon stark einschränken, weil für mich einfach die Nachteile überwiegen. Ich würde Folgendes vorschlagen, würde dir mal einen Negativpunkt sagen und dann haust du mal dazu deine Meinung raus. Und zwar ist es so, das kennst du vielleicht, wenn man viel Stress hat, dann läuft man in so einen Modus rein, dass man immer wieder dieselben Dinge so ein bisschen täglich macht. Also dann ist man ganz froh, dass man ein Ritual hat und das ist halt bei den meisten Frühs halt der Kaffee. Weil du eben schon gesagt hast, ja, Frühs, ich kann nicht ohne meinen ersten Kaffee am Tag. Und das natürlich, wenn du halt im Stress bist, Büroleichen. und genau, das ist natürlich, wenn du im Stress bist und diesen Tunnelblick hast, ist das natürlich nicht von Vorteil, weil eben dieser Kaffee halt Koffein enthält und dieses Koffein fördert eben in zu gewissen Art und Weise, kann man nicht eins zu eins genauso sagen, aber es hat auf jeden Fall einen Effekt auf das Cortisol, auf den Cortisol, also auf das Stresshormon im Körper. Was nichts anderes bedeutet, trinkst du viel Kaffee, hast du automatisch ein höheres Stresslevel. Und gerade für Menschen, die da anfällig sind, ist das natürlich nicht von Vorteil. Denn das fand ich, wusste ich tatsächlich selber nicht, das habe ich auch erst rausgefunden bei der Recherche. Wenn du ein erhöhtes Cortisol-Level hast im Körper, also viele Stresshormone, dann hast du automatisch einen höheren Insulinspiegel und somit einen höheren Appetit. Und ich denke mal, ganz nochmal kurz für die, die es noch nicht wissen, ein höherer Insulinspiegel deutet einfach darauf hin, dass du viel mehr, dass deine Haut viel mehr Hautfett produziert und du somit viel mehr Entzündungen bekommst. Und auf der anderen Seite, durch diesen höheren Appetit, fängst du eine ganz kleine böse Sache an. Und das gute alte Snacken. Und das ist natürlich bei den Hautproblemen nicht von Vorteil, weil dann auch wieder der Insulinspiegel auseinandergerät. Noch weiter. Genau, noch weiter auseinandergerät. Und gerade wenn man darüber nachdenkt, das ist auch eigentlich echt krass. Was steht denn immer neben den Kaffeeautomaten in so einem Unternehmen? Zucker Ja, und Milch. irgendwie richtig. Und
Snackboxen, Snackautomaten. Also es scheint ja einen Zusammenhang zu geben zwischen Kaffeekonsum und dem Hungergefühl, oder? Wobei, da muss ich sagen, bei uns im Büro steht das nicht nebeneinander. Aber jetzt, wo du sagst, es sind tatsächlich wirklich immer die Leute, die zum Kaffeeautomaten rennen, die dann auch zum Schnuppschrank hinrennen und sich da die Süßigkeiten rausnehmen. Das sind Ja. wirklich immer die gleichen. Ja. Ist schon lustig, wenn man mal drüber nachdenkt, ne? Nee, aber das ist natürlich immer der erste große Nachteil und auch die Erklärung, warum es eben für die Haut von Nachteil ist. Zweiter Nachteil, insbesondere wenn man über den Stress nachdenkt, vielleicht kennst du das auch, wenn man viel Stress hat, dann schläft man schlechter. Man hat einfach keine richtigen Tiefschlafphasen, man kann sich nicht so gut erholen. Und gerade wenn man schlecht schläft, dann regeneriert sich deine Haut erstens viel schlechter, weil im Schlaf entgiftest du quasi sehr stark. Das ist wie eine lange Fastenperiode, weil im Normalfall schläfst du und isst nicht nebenbei. Wobei, ich habe Und eine wichtige Sache gelernt. Im ja. Schlaf entgiftest du eigentlich kaum. Du schwitzt ja nur ein bisschen. Entgiften tust du erst am Morgen. Okay, aber wir können uns darauf einigen, dass du im Schlaf auf jeden Fall fastest. Ja, der Schlaf ist ja auch super, super wichtig für die Entgiftung selber, weil sonst, also ohne den Schlaf, der bereitet ja die Entgiftung vor für den Morgen. Ja, das ist so ein kleiner Gedanke, den ich auch erstmal bekommen habe. Das hört man eigentlich überall, man entgiftet im Schlaf, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Wenn man darüber nachdenkt. Genau. Und auf einen Punkt nochmal kurz zurückzukommen. Wenn du eben, also das wollte, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Viele Menschen trinken auch ganz gerne abends Kaffee. So, oder der typische Espresso nach einem Abendessen beim Italiener. Und tatsächlich ist es so, dass besonders der Kaffee zum späteren Zeitpunkt am Tag, also so irgendwas zwischen Nachmittag und Abend, halt extrem starken Einfluss haben kann auf deine Schlafqualität. Weil besonders wenn du wirklich anfällig bist für, ich bin nicht so müde am Abend oder ich habe Probleme mit dem Einschlafen oder ich fühle mich trotz 8, 9 Stunden Schlaf einfach wie gerädert, also die Tiefschlafphasen sind nicht ausreichend, dann ist echt Kaffee mal eine Stellschraube, wo du mal drüber nachdenken kannst. Besonders am Abend. Und ich habe da sogar so ein ganz gutes Beispiel aus meiner Familie, denn wir haben da nämlich eine, die trinkt jeden Tag mindestens eine Kanne Kaffee. Und das ist so jemand, die ist 24/7 erreichbar. Die könntest du auch theoretisch nachts um 3 eine Nachricht schreiben und 10 Minuten später hättest du eine Antwort. Und das ist halt, habe ich nie drüber nachgedacht, aber wenn man mal drüber nachdenkt, wie Kaffeekonsum auf das Schlafverhalten einwirken kann, dann ist es echt heftig, weil der Schlaf ist ja nun so das Einzige, was du wirklich aktiv beeinflussen kannst durch Maßnahmen vor dem Schlafen, während dem Schlafen und auch nach dem Schlafen. Und dementsprechend finde ich es echt krass, dass viele Menschen halt trotzdem, sie das vielleicht wissen, echt so Kaffee noch am Tag übertrinken. Eigentlich echt richtig, richtig furchtbar. Ich würde ganz gern nochmal allgemein auf das Thema Stress zurückkommen. Und zwar hast du ja gesagt, Kaffee lässt dein Cortisolspiegel steigen. Und der Cortisolspiegel, das Cortisol ist ja ein maßgebliches Stresshormon. Das heißt, der Körper wird in diesen Stresszustand versetzt. Und an der Stelle einmal eine kurze Definition. Was ist dieser Stresszustand eigentlich? Der Stresszustand ist ja ein erhöhter Leistungszustand des Körpers. Das heißt, der Körper ist in irgendeiner Situation, wo er einfach mehr Leistung braucht, ob er jetzt länger rennen muss, stärker sein muss, sich besser konzentrieren muss. Urzeitlich gesehen wäre so eine Situation zum Beispiel der Säbelzahntiger, der auf einmal hinter einem ist, oder die Jagd, wenn es halt absolut Sinn macht, gestresst zu sein und dadurch in einen höheren Leistungszustand zu kommen, wo man stärker ist, weiter rennen kann, fokussierter ist. Also Stress an sich richtig geil. Problem ist nur, wenn das ein bisschen zu häufig passiert und diese ganzen Stresshormone wie eben Cortisol über einen längeren Zeitraum oben bleiben. Und genau das haben wir ja auch noch mit Kaffee, das kommt ja auch noch dazu. Kaffee versetzt den Körper in Stress. Dadurch wird man munter, dadurch wird man konzentriert. Dadurch fühlt man sich wieder ein bisschen besser in dem Moment. Aber man hat Stress. Der Körper ist 100% gestresst in diesem Moment. Und wenn man jetzt immer mal über den Tag verteilt so ein bisschen Kaffee trinkt, dann wird man gestresst. Wenn man jeden Morgen einen Kaffee trinkt, dann ist jeder Morgen stressig.
Und das Problem ist, je häufiger man das macht, desto weniger bekommt man das noch mit, dass man gestresst ist. Und irgendwann, nach ein paar Jahren vielleicht, steht man auf, trinkt wieder seinen Kaffee, vielleicht noch eine zweite, vielleicht noch eine dritte Tasse, der Tag war ein bisschen stressig. Und dann, eins, zwei, drei, Burnout. Weil man jeden Tag diesen Stress hat und sich nicht entspannen kann und dem Körper auch keine Entspannung lässt, weil man sich künstlich hochputscht mit diesen Mitteln. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal genug über Kaffee im negativen Sinne gesprochen. Es hat natürlich auch seine Vorteile, ne, Lukas? Ja, hat's. Aber bevor wir auf die Vorteile nochmal eingehen, würde ich ganz gerne nochmal einen großen Nachteil ansprechen, weil der oft vernachlässigt wird. Und zwar ist es so, dass viele Menschen halt Kaffee trinken und das halt gelten als Flüssigkeit, die man über den Tag aufnimmt. Und das ist halt falsch. Weil Kaffee ist natürlich Flüssigkeit, ist ja logisch, aber es ist halt eben durch die harntreibende Wirkung halt eben auch wieder keine Flüssigkeit. Weil in der Recherche habe ich gemerkt, ja, es gibt Leute, die sagen, man kann ungefähr 50% wieder abziehen von der Flüssigkeit. Manche sagen, man kann 100% abziehen. Wie gesagt, ich habe da keine persönlichen Erfahrungen mit. Nur ich würde empfehlen, der Kaffee alleine ist nicht unbedingt ausreichend für die Flüssigkeit, sondern man soll immer achten, wenn man gerne und oft Kaffee trinkt, dann mach doch einfach den Trick, frühst mittags, abends 1 Liter Wasser. Hört sich jetzt viel an, ist es aber tatsächlich gar nicht, ist einfach eine Gewohnheitsfrage, kriegt jeder auch hin. Oder die meisten. Und der Tipp, den ich euch dann auch geben kann, ist einfach, kauft dir Flaschen, die die Größe haben, die du in einer Tageszeit zu dir nehmen willst. Weil oft sehe ich's, ich meine, habe ich ja früher auch gemacht, da habe ich immer so 1,5 oder so Liter Flaschen gekauft. Und da habe ich mir immer gedacht, ja, wenn ich die jetzt runter habe, so, ja, ganz ehrlich, wer trinkt denn 1,5 Liter am Stück? Weißt du, da nuckelst du dich ja tot an dem Ding. Deswegen, ganz ehrlich, kauft doch einfach so 500 Milliliter Flaschen und nimm dir einfach vor, so die halt über einen Tag verteilt zu trinken. Und wenn du halt eine Flasche Wasser in der Hand hast, dann trink die doch halt mindestens mal halb leer. Weil diesen einen Schluck nehmen oder die 2 Schlücke von der Flasche nehmen, das wird dich nicht befriedigen im Sinne von, ich habe jetzt viel getrunken, sondern das ist tatsächlich meistens einfach nur ein Zeitvertreib oder einfach irgendwas machen, weil mir langweilig ist. Und deswegen, ganz konkreter Tipp, erstens kauf dir Flaschen in der Größe, die du in deiner Tageszeit zu dir nehmen willst und sollst. Und zweitens, nuckel nicht an deiner Flasche rum, sondern trink mal. Und eine Sache noch, dann können wir auch Nicht nur über so eine andere leichte Aspekte. Mundbefeuchtung, wirklich trinken. Ja, richtig, hast du recht. Gut zusammengefasst. Und vielleicht ein Punkt noch, was ich auch immer merke, ist, das Problem ist meistens tatsächlich gar nicht so unbedingt der Kaffee, weil hands down, keiner trinkt jetzt ungefähr einen Liter Kaffee am Tag. So, die meisten trinken so 1, 2 Tassen. Also okay, kommst du mit zurecht. Probleme bezogen auf Akne ist vor allen Dingen, was machst du zu dem Kaffee? Schützt du dir da eine homogenisierte und pasteurisierte Milch rein? Machst du dir zwei Weißt du, Esslöffel Zucker Lukas, rein? ich glaube, das Ja. müssen wir an der Stelle gar nicht ausführen. Ich glaube, jeder, der unseren Podcast hört, dem wird inzwischen ganz bewusst sein, dass es nicht so geil ist, da jetzt Kuhmilch und Zucker noch zusätzlich mit reinzupacken. Okay, nee, darauf wollte ich halt nochmal ansprechen. Das wollte ich halt nochmal ganz besonders ansprechen. Weil das verschlimmert halt den ganzen Effekt auf die Haut halt nochmal, ne? Und auch generell noch das ganze Thema Qualität, das spielt beim Kaffeekonsum natürlich auch ultimativ noch mit Natürlich. rein. Wenn ihr unbedingt Kaffee trinken wollt, trinkt ihn schwarz und trinkt ihn in einer guten Qualität. Wenn es euch schwarz nicht schmeckt, probiert was anderes wie einen grünen Tee oder findet irgendetwas anderes, was ihr reinmischen könnt. Es gibt auch akzeptable Pflanzenmilchalternativen. Warum sage ich akzeptabel? Pflanzenmilch ist immer ein verarbeitetes Produkt und es ist ich persönlich, und ich glaube, Lukas, das geht jetzt ziemlich ähnlich, wir haben noch keine einzige Pflanzenmilch gefunden, die wirklich 100% clean ist. Ja, Hat das immer stimmt. irgendeinen kleinen Nachteil. Und tatsächlich ist es auch so, je bekannter die Marke des Produktes, desto höher verarbeitet ist sie. Also irgendwelche Eigenmarkenprodukte aus dem Supermarkt sind tatsächlich meistens, besteht das nur aus dem Alternativstoff, wie die Mandel zum Beispiel, dann irgendein Öl. Und dann Emulgator, dass das alles zusammenkommt, dass das halt nicht so ein Wasser-Fett-Gemische, sondern dass es halt eine homogene Masse ist und halt Wasser. Emulsion. Emulsion. Da spricht der Kollege ja. Nee, oder, und wenn ich dann halt so große Marken angucke,
Da sind halt noch irgendwelche Vitamine zugesetzt. Da sind noch irgendwelche Stabilisatoren zugesetzt. Irgendwelche Emulgatoren noch zusätzlich, die eigentlich gar nicht nötig sind. Und das greift halt unnötig den Darm an. Weil da will ich auch nochmal kurz drauf reinsprechen. Verarbeitete Produkte, warum sind wir dagegen? Weil es halt eben deine Darmwand angreift und dein Mikrobiom verändert. Bei Emulgatoren haben die Aufgabe, dass sie Fett und Wasser mischen. Deine Darmwand besteht aus einem Fettfilm zum Teil. Der Inhalt deines Darms hat Wasser. Und wenn du es emulgierst, dann wird deine Darmwand durchlässiger. Und dementsprechend kommen halt Giftstoffe oder Stoffe, die eigentlich raustransportiert werden sollten, wie Pestizide, Antibiotika und irgendwelche Toxine, halt viel, viel leichter in deinen Blutkreislaufbahn. Und das fördert eben Entzündungen. Und deswegen sind wir halt Warte mal, warte rein, mal. was die Sachen angeht, Verarbeitung, ganz, ganz große Feinde davon. Jetzt muss mal jeder, der hier zuhört, in sich gehen, mal kurz die Augen zu machen und stell dir doch bitte einmal vor, wie sich das für dich anfühlt, wenn du merkst, dass in deinem Darm sich auf einmal deine Darmwand mit den ganzen Flüssigkeiten, die da drin sind, so vermischt. Boah, sag mal, also ich krieg da eine Gänsehaut, wenn ich mir das so versuche vorzustellen. Irgendwie ist total, boah. Ja. Will ich eigentlich nicht. Tatsächlich passiert das immer in kleinen Schritten. Und je öfter man das macht, zu sich nimmt, desto härter ist der Effekt und desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwelche darmanfälligen Problemchen bekommt. Wie zum Beispiel Hautprobleme, was ja zu sehr, sehr großen Teilen auf den Darm zurückzuführen ist. Gut, Mathis, du wolltest mal über ein paar positive Dinge reden, dann hau mal raus. Ja, ein paar positive Sachen. Eine Sache sagst du ja die ganze Zeit schon, ist harntreibend. Hat natürlich auch positive Effekte. Fördert zum Beispiel die Entgiftung. Aber was Kaffee auch macht, unter anderem neben diesem Stress, es kurbelt den Stoffwechsel an. Wenn man Kaffee trinkt, wird der Stoffwechsel angekurbelt. Und ein großes Symptom, was Kunden bei uns haben, die halt an schwerer Akne leiden, ist ein langsamer Stoffwechsel. Und da müssen wir auch erstmal relativ viel unternehmen, um diesen Stoffwechsel zu beschleunigen. Und Kaffee kann das von ganz alleine schon richtig gut. Deshalb findet man auch ziemlich häufig Kaffee in so Abnehmpaketen, dass man gleich morgens auf nüchternen Magen so einen Kaffee trinken muss, so einen ja, möglichst schwarzen Kaffee mit viel Koffein, damit der Stoffwechsel richtig angekurbelt wird und nochmal richtig entgiftet wird. Das ist ja auch geil. Es funktioniert ja auch. Schneller Stoffwechsel, man verbraucht mehr man verbraucht mehr Kalorien und man entgiftet gleich am Morgen nochmal ordentlich gut, alles einmal durchgespült. Geil. Aber man hat Ja. halt den Stress noch dabei. An Und sich. gegebenenfalls. Ja, an sich ist es ja eine geile Idee. Nur wenn du jetzt jemand bist, der zuhört und sagt, ey, mein Stoffwechsel funktioniert nicht so gut und ich fühle mich oft müde und so weiter. Ja, ich trinke jetzt jeden Morgen eine Tasse Kaffee. Lass dir sagen, ich bin ursprünglich, meine Biologie ist auch eher langsamer Stoffwechsel, aber ich mache erstens, ich stehe jeden Tag zur selben Uhrzeit auf und damit ist auch das Wochenende eingeschlossen. Zweitens, ich trinke jeden Tag meine mindestens 3 Liter Wasser und ich mache so um die 5-mal die Woche Sport. Und ich bin kein Leistungssportler, aber das sind so 20 bis 30 Minuten am Tag. Und wenn du auch das mal umsetzen möchtest, dann kann auch da der Stoffwechsel angegriffen werden. Also im positiven Sinne, dass er sich beschleunigt. Also, ne, das wollte ich nur sagen, weil das kam jetzt gerade so rüber, als ob Kaffee so das Wundermittel ist. Ja, es ist richtig, Kaffee fördert den Stoffwechsel, aber das geht auch auf anderen Wegen. Nur, Ja, dass auf die jeden Leute, Fall. die jetzt hören, nicht denken, ja, Kaffee muss jetzt sein, ne? Ja, Stoffwechsel beschleunigen ist super, super wichtig, auch gerade in der Aknebehandlung. Kaffee ist ein gutes Mittel dafür, aber wir haben es ja schon gesagt, Kaffee hat auch einen Haufen negativer Nachteile. Also wahrscheinlich hebt sich das dann eher auf oder geht vielleicht sogar noch mal mehr ins Negative. Auch da ist wahrscheinlich jeder Mensch ein bisschen unterschiedlich. Wenn du dich jetzt allerdings dafür interessieren solltest, hey, ich habe Akne, wie kann ich jetzt meinen Stoffwechsel beschleunigen? Was kann ich jetzt konkret tun? Dann mache ich mal wieder unsere typische Eigenwerbung in unserer Podcast-Folge. Und zwar unser Akne-Code. Das ist ich weiß gar nicht, wie viele Seiten dieses PDF mittlerweile hat. In der Summe der vollständige Akne-Code ist, glaube ich, bei um die 50 Seiten. Da haben wir feinsäuberlich einmal aufgeschrieben, welche Schritte du konkret unternehmen musst, um reine Haut zu bekommen. Einfach so die absoluten Basics, die du jetzt machen kannst. Welche, die kannst du direkt starten, einige, die kannst du auch erst oder die gehen ein bisschen langfristiger. Es ist einfach eine richtig, richtig geile Übersicht und ich kann es dir nur ans Herz legen. Wir verschenken sie kostenlos. Ja, verschenken kostenlos, doppelt genoppelt.
Guck einfach unter auf den Link, ja, da grinst er. Guck einfach in den Link in der Podcast-Folge unten drin und zieh dir das Ding runter. So, kurze Eigenwerbung fertig. Wo waren wir? Stoffwechsel beschleunigen, kein Wundermittel. Ne? Genau. So, haben wir noch weitere positive Vorteile von Ja, Kaffee? was mir spontan noch einfällt, dann hört es aber auch schon wieder auf, ist Bitterstoffe. Denn Kaffee ist ja nicht unerheblich, deswegen trinke ich es übrigens auch nicht. Also das ist meine Begründung, warum ich keinen Kaffee mag, sind die Bitterstoffe. Mein Tiramisu ab und zu gönne ich mir auch mal. Aber da ist ja auch Kaffee drin, so. Aber da gibt es natürlich auch noch andere Dinge, die das dann kompensieren, sage ich mal. Aber reiner Kaffee bitte nicht. Liegt einfach daran, mir ist es persönlich zu bitter. Und ich verstehe auch nicht, warum man Kaffee gut findet. Weil ich bin auch persönlich, nebenbei erwähnt, kein Freund von so Heißgetränken. Also ich trinke nicht gerne heiß oder warm. Deswegen ist das vielleicht schon mal keine gute Grundvoraussetzung für einen Kaffeetrinker. Aber an sich, ja, wie gesagt, Bitterstoffe, um auf das Thema zurückzukommen, halt sehr von Vorteil, weil es eben den Giftstoff anregt, die Gallenproduktion, somit die Lymphflüssigkeit anregt und halt eben auch die Verdauung mit fördern kann. Dementsprechend an sich eigentlich eine super Sache. Aber auch hier bitte jetzt nicht denken, man muss unbedingt Kaffee in seinen Alltag einbauen, denn es geht zum Beispiel auch über viele Kräuter, weil so gut wie alle Kräuter enthalten Bitterstoffe. Dann natürlich über Kohlgemüse und der gute alte Chicorée, auch nicht verkehrt. Oder wenn man es ein bisschen mehr in die Fruchtrichtung mag, kann man auch mal so typische Grapefruits oder Papayakerne, auch eine super Quelle für einen Haufen Bitterstoffe. Generell Grapefruit auch so ein dermaßen unterschätzte Frucht, das ist wirklich krass. Was es auch an Möglichkeiten gibt, bei Kräutern hast du jetzt schon gesagt, ganz besonders Wildkräuter, wenn man da mal welche Genau. probiert, wie zum Beispiel Löwenzahn, absolut bitter, schmeckt überhaupt nicht, aber Ja. super gesund. Und für die etwas bequemeren Leute, wo ich mich dazu zähle, gibt es noch was ganz Nettes, das nennt sich Bittertropfen. Das sind dann quasi auch in so alkoholgelöste Bitterstoffe. Die scheppern richtig, aber die Ja. funktionieren auch richtig gut. Ja, stimmt. So. Und mir ist noch eine weitere Sache aufgefallen, eingefallen bei Kaffee, welche sich für mich als einen riesigen Nachteil herausstellt, weil ich ja keinen Kaffee trinke, also ein Vorteil vom Kaffee. Und zwar gerade im Berufsalltag, wenn man sich mit neuen Menschen vernetzt, die, ich sag mal, normal sind, nicht so komisch wie wir beide. Dann ist meistens so dieser klassische Einstieg, wenn man sich mal kennenlernen möchte, hey, wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken? Und dann immer zu sagen, ja, können wir ja machen, aber ich trinke keinen Kaffee. Und sie dir dann anbieten, ja, okay, kannst auch einen Kakao nehmen, der Automat kann auch das. Und ah, ich trinke auch keinen Kakao, sorry, aber ich kann mich dazustellen. Dann ist das immer ein bisschen blöd. Das heißt, mit Kaffee kann man unfassbar gut mit Menschen, gerade im Büroalltag oder teilweise auch in so Werkshallen, miteinander connecten. Wie siehst du das denn, Lukas? Du hast da ein bisschen häufiger die Jobs im Studium gewechselt. Ich habe ja ein duales Studium gemacht, also fester Arbeitgeber, und du hast ja immer wieder Ja. verschiedene Jobs in den Semesterferien gehabt. Ja. Ja, nicht nur in den Semesterferien. Ja, das stimmt. Das kriegt man übrigens auch hin mit einem guten Stressmanagement. Und da gehört Kaffee auf jeden Fall nicht dazu. Aber das ist ein anderes Thema. Können wir mal eine andere Podcast-Folge drüber machen. Generell ist es so, dass ich diese Situation kenne, dass man dann, also ich sage das ja selber auch, wenn ich mal jemanden irgendwie kennenlernen will auf der Arbeit, so, fährt hin und sagt, ey, lass mal einen Kaffee trinken oder so. Aber das Ding ist halt, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ich trinke keinen Kaffee und logischerweise auch Kakao nicht, aufgrund von Kuhmilchzucker und Insulinspiegelproblemen dementsprechend. Und ich mache es immer so, vielleicht so als handfesten Tipp, ich sage, lass einen Kaffee trinken gehen und stelle mich einfach dazu und sage gar nichts mehr dazu. Also ich belasse das und ich rechtfertige mich auch nicht, wenn ich gefragt werde, warum trinkst du keinen Kaffee oder warum trinkst du kein Kakao oder whatever. Und das hat damit zu tun, weil ich tatsächlich jemand bin, da musste ich auch hinkommen. Also ich habe ja um die 8 Jahre mit Akne Probleme gehabt. Und am Anfang habe ich mich halt immer geschämt und habe dann in solchen Situationen halt gesagt, ja, okay, komm, einmal passt schon. Das macht schon keinen Unterschied. Aber mittlerweile habe ich halt, oder was heißt mittlerweile, das ist schon ein bisschen länger, aber ich habe dann halt irgendwann festgestellt, denk mal drüber nach, was die Auswirkungen deiner Entscheidung in diesem Moment sein wird. Weil natürlich macht der Kakao in dem Moment jetzt nicht den Unterschied.
Aber wenn du jetzt einmal Ja sagst, dann sagst du es vielleicht auch beim Einkaufen mal zu etwas Ja, wo du sagst, mag ich nicht. Dann sagst du vielleicht abends auf der Couch oder im Bett nochmal, ja, so eine kleine Süßigkeit könnte ich mir auch noch gönnen. Und dann hast du aus dieser einen Entscheidung am Tag vielleicht zwei, drei, vier oder fünf Sachen noch zu dir Ja gesagt, die du eigentlich weißt, die tun dir nicht gut. Und Weißt du, deswegen. genau das ist ja auch der Weg, wie Menschen zu Rauchern werden. Auch Ja. gerade im Berufsalltag. Wenn die im Beruf dann rauchen, dann sagst du, ach, ich gehe einmal mit raus. Einmal mache ich da mit, einmal stelle ich mich dazu. Und Ja. dann, oh, das ist ja voll eklig, schmeckt ja gar nicht. Und dann einen Tag später, ach, ey, Arbeit ist gerade so anstrengend. Oh, die gehen jetzt schon wieder raus. Oh, ich könnte mitgehen. Könnte mal kurz Pause machen. Eine Stunde später, ach, komm, gehen wir raus. Dann wird nochmal gruppenzwangmäßig nochmal eine mitgeraucht und so weiter und so fort. Und zack, zack, zack. Dann kommt man nicht mehr weg. Genau Ja. das gleiche mit dem Kaffee, mit Süßigkeiten, wie du es eben gesagt hast. Es Ja. ist überall dieses Suchtmuster, was wir Ja. Menschen haben, wo wir einfach super anfällig dafür sind. Ja. Ja, am Ende des Tages sind es die Gewohnheiten. Darum geht es ja auch bei unserem Training in der Anti-Akne-Akademie, dass wir im Prinzip der Kern des Ganzen ist einfach, dass wir Gewohnheiten ändern. Das braucht natürlich Zeit und das braucht auch Disziplin, aber es ist wert, weil die Gewohnheiten laufen irgendwann auf Autopilot. Weil das ist so, wenn ein Flugzeug, ich vergleiche das aber gerne mit dem Flugzeug, wenn das Flugzeug abheben will, muss es am Anfang richtig Schub aufbringen, um dann einmal aufzusteigen. Aber wenn es dann oben ist, schaltet der Pilot Autopilot an und zack, läuft das gerade weiter. Und so ist es auch wie bei den Hautproblemen. Das Geile ist, wenn man bei diesem Flugzeug dann einmal den Motor ausschaltet, dann wird dieses Flugzeug trotzdem noch meilenweit weiter gleiten können. Ja, und was dann noch dazu kommt, wenn dann einmal eine Ausnahme dazu kommt, zum Beispiel jetzt in der Metapher zu sprechen, man kurze Turbulenzen, er stürzt das Flugzeug auch nicht direkt ab, sondern dann geht es vielleicht mal kurz runter, aber auch wieder hoch. Und das ist das, was auch Akne bedeutet. Denn wenn du wirklich diese Flughöhe erreicht hast, die Gewohnheiten, die Basis geschaffen hast, dann ist eine Ausnahme auch mal erlaubt, weil dann macht die den Unterschied nicht mehr aus. Weil dann sagen wir zum Beispiel auch 80-20-Regel, dass wir halt sagen, okay, 80% muss halt clean sein und muss funktionieren und 20% deiner Gewohnheiten, da kannst du auch mal ein bisschen daneben hauen. Weil du darfst ja nicht vergessen, so ein bisschen Lebensspaß muss man ja auch haben. Wobei auch da wieder das Mindset, nur weil man sich gesund ernährt und einen gesunden Lebensstil hat, muss das nicht langweilig sein. Nur wenn man so nebenbei erwähnt. Aber worauf ich im Prinzip hinaus will, ist einfach, achte einfach darauf, dass du nicht schwach wirst. Darum geht es eigentlich nur. Und ganz ehrlich, in guten, sortierten Unternehmen, sage ich mal, gibt es auch einfach nur in den meisten Kaffeeautomaten, wie ich das kenne, kannst du auch einfach nur heißes Wasser rauskommen lassen. Dann nimmst du dir halt entweder von zu Hause mal einen Teebeutel mit oder du findest einen auf der Arbeit, steht ja meistens auch daneben, weil du bist nicht der einzige Mensch, der keinen Kaffee trinkt. Und dann trinkst halt einen Tee. Aber bitte ohne Zucker. Dann ist doch okay. Lukas, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir haben es gerade wieder geschafft. Wir haben beide zwei unterschiedliche Metaphern für genau den gleichen Zusammenhang gemacht. Als ich das mit dem, man kann den Motor ausstellen, gesagt habe, meinte ich auch, Ja. das ist eine Ausnahme. Und dann du, ja, nochmal Turbulenz. Ach so, ach so. Ja gut, wir haben es jetzt so erklärt, dass es wirklich jeder checkt. Also alles Ah, gut. ich habe vergessen zu sagen, dass man den Motor dann einen Tag später wieder einschalten muss. Ach so, meinst du das? Okay, habe ich anders verstanden. Ne, ist ja super, haben wir ja alles geklärt. Alles klar. Okay. So, ich weiß nicht, an sich haben wir jetzt, glaube ich, alles gesagt zum Thema Kaffee, oder? Hast du noch was auf dem Genau. Herzen? Ja, abschließend habe ich einfach nur noch eine Sache, die mir wichtig ist, die mir auch in Bezug auf allgemeinen Kaffee eingefallen ist. Und zwar ist es halt so, das ist auch eine direkte Frage an die Zuhörer, trinkst du Kaffee aus Genuss oder trinkst du Kaffee aus Gewohnheit? Weil der Unterschied ist extrem. Weil wenn du jemand bist, wie ich auch, der Genussmensch ist, der einfach Geschmack über Funktionalität legt, dann bist du jemand, der sagt, ey, ich liebe diesen Kaffeegeschmack, alleine der Duft von einem frisch gebrühten Kaffee. Das ist für mich was ganz Besonderes. Dann mach, dann trink deine Tasse, vielleicht auch zwei, dann wirst du damit keine großen Probleme haben. Weil, wenn du auf Genuss Wert legst, legst du gleichzeitig auf Qualität Wert und dann wirst du vermutlich auch in deiner allgemeinen Ernährung bzw. in deinem allgemeinen Lebensstil relativ gut aufgestellt sein. Wenn du aber jemand bist, der sagt, ey, ich trinke Kaffee, weil es eine Gewohnheit ist, weil ich früh aufstehe und jeder bei mir in der Arbeit zum Beispiel erstmal einen Kaffee trinkt oder in der Pause irgendwie einen Kaffee trinkt und eine Zigarette raucht. Dann hinterfrage wirklich mal, warum machst du das? Machst du das, weil das wie so ein Peer Group
Pressure ist, also wie quasi, dass du das machst, weil andere Leute das machen, also dass du dich an der Gruppe orientierst, weil Menschen sind nun mal Gruppen, Herdenmenschen, Herdentiere. Oder machst du das, weil dir einfach langweilig ist und du nicht weißt, was du in der Zeit machen sollst? Mit deinen Händen oder was auch immer. Und wenn du zu der zweiten Gruppe gehörst, dann würde ich dir jetzt aktiv empfehlen, darüber nachzudenken, was du als Alternative machen kannst. Zwei konkrete Beispiele. Du könntest dir zum Beispiel ein paar Gemüsesticks machen, ein bisschen Kräuterfrischkäse, am besten auf Ziegenmilchbasis. Und dann kannst du den dir in der Mittagspause oder allgemein in diesen kleinen Pausen einfach mitnehmen. Da hast du auch was zu tun. Und glaub mir, dass die erste Reaktion wird werden, was hast du denn da dabei? Die zweite Reaktion wird, oh, das sieht aber ganz gut aus. Und die dritte Reaktion wird werden, kann ich auch was haben. Glaub mir, es wird kommen. Und das sind einfach die Sachen, die ich dir mitgeben möchte an der Stelle, dieses Mindset, weil mir geht es einfach darum, so viele Menschen, die ich kennengelernt habe, trinken das einfach nicht aus Genuss, sondern einfach, weil sie es halt machen, wie alle anderen auch, weil, wenn wir mal ehrlich sind, der Kaffee aus dem Automaten schmeckt nicht besonders gut, soweit ich schon mitbekommen habe. Deswegen, wie gesagt, denk einfach mal Ich drüber hab's nach, auch was die Alternative sein könnte. schon. Was du jetzt gesagt hast, dass Kaffee aus Genuss, den zu trinken, dass das okay ist, stehe ich an sich hinter dir, aber finde ich ganz, ganz gefährlich, weil der Mensch ist ja, es gibt so eine Krankheit, die nennt sich Opferitis humana. Soll so dafür stehen, ja, der Mensch, der neigt dazu, sich selber gerne in die Opferrolle zu schieben, zu sagen, ja, die anderen sind schuld, ja, ach, ich bin so arm dran. Und dazu gehört halt auch dieses Rechtfertigen. So, dann geht im Kopf so eine kleine Argumentationskette an. Man sitzt morgens am Schreibtisch, man ist ein bisschen müde, die anderen trinken Kaffee. Ja, ich würde das jetzt nur wegen Gruppenzwang trinken oder weil mir halt hier langweilig ist und ich müde bin. Aber Moment mal, Lukas, der hat doch gesagt, aus Genuss darf ich das trinken. Boah, ich habe gerade eigentlich schon Lust auf einen Kaffee. Schmeckt eigentlich schon ganz gut. Das wäre dann nur Genuss. Das würde gehen. Und merkte, das ist diese Ja, ja. Argumentationskette, die der Kopf dann automatisch macht und sich einredet, ja, das ist so und so. Ja, natürlich, das darf ich, das kann ich. Geil. Lukas hat es mir erlaubt. Ja, also wenn du das so formulieren willst, natürlich klar, das ist natürlich, also stehe ich voll hinter dir, ist übrigens bei allen Produkten so. Ganz besonders sehe ich das bei meiner Freundin, was Süßigkeiten angeht. Aber das ist ein anderes Thema. Generell würde ich einfach nochmal vielleicht so als Abschlussplädoyer sagen, Kaffee sollte ein Genussmittel sein und so sollte es auch behandelt werden. Das bedeutet nicht täglich, sondern wirklich aus Genuss. Zu einem besonderen Anlass oder einfach, wenn man mal wirklich richtig Bock drauf hat. Das wären meine Abschlussworte an der Stelle, sonst verquatsche ich mich nicht noch hier. Sehr gut. Dann muss ich auch abschließend noch mal etwas sagen, wo wir, glaube ich, kaum drauf eingegangen sind in diesem Podcast, wobei es auch sehr zentral ist. Und zwar, Lukas, Mattes, ihr müsst doch einschlafen vor den Computern, wenn ihr arbeitet. Warum tut ihr das denn nicht? Ja, das kann ich dir beantworten. Wir trinken Wasser und stehen einfach immer um die gleiche Zeit auf und der Körper, der passt sich dann automatisch an. Versuche einfach mal ausreichend Schlaf zu bekommen, wirklich auf deine 7 bis 8 Stunden zu kommen. Oder erst mal herauszufinden, wie viel Schlaf du eigentlich brauchst. Vielleicht sind es ja auch 9 Stunden. Vielleicht sind es nur 7,5 Stunden. Wer weiß, was deine eigene perfekte Zeit ist. Für mich sind es zum Beispiel 8 Stunden. Ich komme super aus dem Bett nach 8 Stunden. Und mit dem ganzen Wasser, was ich trinke auch relativ viel Wasser, bin ich nicht müde an der Arbeit. Klar, es gibt einmal im Monat so einen Tag, da bin ich schon müde. Es kann mal passieren, wenn irgendwas mal dazwischen gekommen ist in meiner Planung, der Abend etwas länger ging. Das ist auch okay. Einen Tag kann man das auch mal ertragen, einfach ein bisschen müde zu sein. Aber an sich, ich persönlich habe kein Problem damit, auch wenn ich 5:30 Uhr morgens aufstehe. Lukas, wie ist es bei dir? Ja, für mich war es damals eine Umstellung, wo ich dann angefangen hatte, auch immer zur selben Uhrzeit aufzustehen, weil ich es halt selber von zu Hause kenne. Ja, am Wochenende wird ausgeschlafen. Das ist der typische Glaubenssatz, den man damit verbindet. Und man denkt halt, man tut seinem Körper was Gutes, weil man dann den Schlaf nachholt, den man in der Woche verpasst hat. So, den man sich halt so einredet. Aber am Ende des Tages, irgendwie hast du die Woche ja auch überlebt. Und warum musst du dann am Wochenende exorbitant viel schlafen? Ja, der Körper ist ein Gewohnheitstier. Der richtet sich nicht nach dem, wie du dich fühlst, sondern nach dem, wie er es braucht. Und dementsprechend ist es halt so,
wenn du halt jeden Tag konstant dieselbe Uhrzeit schläfst. Natürlich, ich habe auch Tage, wo ich dann aufstehe und mir denke, eigentlich könnte ich jetzt noch weiter schlafen, weil ich fühle mich noch ein bisschen müde. Aber dann ist es umso wichtiger, aufzustehen, den Tag durchzuziehen, weil dann bist du erstens viel müder am Abend, schläfst mindestens eine Stunde früher ein und holst so den Schlaf nach. Und das ist die gesunde Variante, weil dein Körper ist eine Bio-Uhr. Ich brauche mittlerweile nicht mal mehr einen Wecker. So, ich habe den zwar noch, weil ich habe auch Termine und wenn ich die verschlafe, wäre scheiße. Aber ich habe theoretisch, ich wache meistens so um die 3 bis 5 Minuten vor dem Wecker auf. Und das ist keine Traumvorstellung. Das habe ich immer gedacht, ich schaffe das nie so, weil ich ja wirklich jemand so, ich stehe immer so eigentlich so 1 Minute vor auf, ne? Bevor ich irgendwo hin muss. So. Aber nee. Das ist wirklich möglich. Und das hat einfach nur eine Frage der Disziplin. Das dauert ungefähr so 20 bis 30 Tage, dann hast du die Gewohnheit drinne und dann läuft die für dein Leben lang weiter. Denk mal drüber nach, 20 Tage und dann läuft das über dein Leben lang weiter. Und das ist einfach eine wichtige Erkenntnis, die wir auch noch mitgeben wollten an der Stelle, dass es halt echt auf die Gewohnheit ankommt. Und die Leute, die sich jetzt denken, boah, ich will nicht am Wochenende so früh aufstehen. Wir hatten was von Aufstehen gesagt. Ja, Aufstehen ist das Beste, was du machen kannst. Aufstehen ist richtig gut. Aber theoretisch kannst du auch einfach wach im Bett liegen bleiben. Klar, Aufstehen ist deutlich, deutlich besser, sowohl für deine Psyche als auch für deine, na gut. Ja, körperlich nimmt es sich auch was, aber nicht so super viel. Es ist eher dann wirklich etwas in der Psyche. Aber du kannst auch liegen bleiben am Wochenende. So kannst du es ja auch sagen. Unter der Woche stehst du dann halt auf, 6 Uhr oder 7 Uhr, je nachdem. Und am Wochenende bleibst du dann noch eine halbe Stunde liegen. Ist auch Wie okay. gesagt, nicht die beste Lösung, aber Ja. so geht es natürlich auch. So die Light-Version. Ja. Und um dir selber eine Hilfestellung zu geben, trink nach dem Aufstehen einfach mal ein paar gute Schlucke Wasser und dann geht es dir auch gleich besser, weil dann bist du automatisch wach. Danach sich wieder hinlegen, glaub mir, das machst du nicht. Und wenn du am Morgen kein, oh Mann, jetzt hauen mir die Sachen echt raus hier. Und wenn du am Morgen kein Wasser trinken kannst, das ist so die erste Ausrede, die ich dann immer höre, dann versuch das Wasser zu erhitzen, ganz leicht, auf ungefähr, na, 40 Grad, ist glaube ich dann am angenehmsten für den Körper. Und versuch das dann zu trinken und dich langsam ranzutesten. Erst jeden Morgen einen Schluck, dann zwei, dann drei. Irgendwann kannst du auch einen ganzen Liter Wasser am Morgen trinken. Okay, Matthias, dann würde ich sagen, bevor das hier eine halbe Coaching-Session wird, machen wir mal Schluss an der Stelle, weil dann können wir mal eine neue Podcast-Folge noch zum Thema Gewohnheiten aufnehmen. Das hätte ich am richtig Lust drauf. Ich denke, die Zuhörer auch. Und ansonsten, über Kaffee haben wir gesprochen. Gerne nochmal den Hinweis auf den Akne-Code unten in den Shownotes. Könnt ihr euch mal anschauen. Und vielleicht sind da auch ein, zwei Punkte dabei, die ihr noch nicht wusstet und die vielleicht einen Unterschied machen können, bezogen auf deine Haut, eine individuelle Hautreise. So, sehr schön. Dann, ich hoffe, wir konnten euch helfen und ein paar wertvolle Sachen euch an die Hand geben. Und in dem Sinne, haut rein und macht euch noch einen schönen Tag.